So, da sind wir wieder. Jetzt wollen wir uns auch mal noch was ganz Spezielles angucken, weil oftmals geht man mal her und sagt so, ja, so ein ganz bestimmtes Lied, das gefällt mir jetzt ganz besonders gut. Ha, da irgendwie so mal eine Lichtshow, wo da mal so genau darauf getaktet ist, zu schreiben hat, das ist schon cool. Aber das ist ja wahnsinnig aufwendig. Da muss ich mir ja genau angucken, wann, wie, wo, was, welcher Auslöser und dann welche Szene. Und boah, das ist ja ein Heidenaufwand. Vor allem das Ganze zeitlich zu takten. Wie mache ich denn das? Auch DMX Jogger Pro bietet da auch eine sehr gute Lösung, wie ich finde. Und zwar, man kann sich hier unter diesem Reiter Timeline, kann man sich einfach hier eine Musik reinziehen und dann hier mit den ganzen, in Anführungszeichen, Linien oder Lines, mehr oder weniger, kann man dann arbeiten. Wie das genau funktioniert, zeige ich gleich. Wie lade ich mir Musik rein? Ganz einfach, hier einfach draufklicken. Auf genau diesen Ordner, dann öffnet sich das Musikfenster bei euch und ihr könnt dann da einfach die Musik, die ihr haben wollt, auswählen. Genau. Ich habe jetzt hier einfach mal Canon in D genommen. Warum genau das? Ja, da gibt es keine Probleme mit dem Urheberrecht, glaube ich zumindest. Also ich spiele es jetzt nicht ab, aber nicht, dass dann da noch irgendjemand kommt und sagt von wegen, ja, da Taste irgendwo raubkopiert. Nein, habe ich nicht. Das ist frei zugänglich. Von daher passt das. Genau, so, prima. Jetzt ist es so, jetzt passen ganz zufälligerweise die Szenen 1 und 2, wo wir da haben, passen dazu. Und jetzt gehe ich einfach her und sage, ja, ist so super, ich schiebe das einfach mal hier runter. Wie habe ich das gemacht? Einfach wieder Shift drücken und runterziehen. Super, toll. Naja, und was ist, wenn du jetzt mehrfach Szene 1, Szene 2 und was ist, wenn du dann noch mit 20 anderen Szenen hantieren musst? Das ist ja irgendwie blöd, das alles irgendwie in eine Ding, in eine Line irgendwie so zu quetschen. Ja, ist richtig, das ist wirklich blöd, deswegen macht man sich einfach eine zweite auf. Shift drücken und das einfach runterziehen. Ja gut, okay. Jetzt brauche ich das hier, was du hier so schönes programmiert hast. Das brauche ich jetzt aber nur bis 35 Sekunden und nicht, ja, das sind jetzt so vielleicht so 37, sowas. Das brauche ich nicht. Ja, okay, dann schiebst halt zurück bis zu 35. Dann siehst du hier, naja, Dauer, wie lang ist es? Wann endet es? Genau bei 35, sieht man hier, 35, na, wunderbar, super. Und anfangs soll es direkt bei 00. Na, so super, dauert genau 35 Sekunden. Prima. Ja, okay, und das da unten, das soll jetzt nicht vielleicht da anfangen, sondern halt direkt im Anschluss. Ist auch kein Problem. Hier bei 35.00 startet es und das geht wegen mir bis 1 Minute 15. So, und das könnt ihr jetzt so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Sagen wir mal, danach passt Szene 1 wieder. Und so baut man sich das zusammen im Baukastensystem. Jetzt muss man nur eine Sache dazu sagen, diese Funktion, die bekommt ihr nur, wenn ihr den DMX Joker 1024 habt oder den 1024 Pro oder ich weiß gar nicht, wie die passende Bezeichnung da ist, also den die Pro-Version, wo glaub, weiß gar nicht, was kosten die jetzt, müsste um die 600 Euro kosten. Also mit den 512 oder 128 Kanal DMX Joker, da kommt ihr nicht weit, da ist dieses Feature leider nicht verfügbar. Und wenn ihr den 1024, also den 1024 DMX Joker habt, da könnt ihr dann, glaube ich, auch nur bis entweder, ich weiß es nicht mehr, bis zu 15 Minuten Lied, also Lieder bis zu 15 Minuten aneinander schneiden und so konfigurieren oder halt, glaube ich, nur bis zu einer halben Stunde. Das weiß ich gerade nicht mehr auswendig, muss ich ehrlich gestehen. Gucke ich nach, ich schreibe es euch dann nachher in den Kommentar. Genau, so viel dazu. So funktioniert das. Man kann auch hier Marker setzen zu einer bestimmten Zeit. Was weiß ich mache jetzt einfach mal eine Minute, ne? Das dann hier und dann kann man da einfach hin und her springen. Gut, und wie das funktioniert mit Play, Stop und zurück vor, ja, das kennt man aus Musikplayer. Ich kann auch so einen Marker, kann man auch einfach verschieben. Hier hat man dann auch noch so was Schönes, wo man dann genau sieht, ah, okay, wo ist man? Ah, okay, hier ist dann Szene sowieso, ja. Man kann auch einfach Szenen nachprogrammieren, man kann Szenen löschen. Das ist es soweit auch. Gut. Dann gibt es hier noch so ein paar, in Anführungszeichen, spezielle Kommandos, wo ich dann
für Scheinwerfer das dann einzeln auswählen kann und sowas. Das ist dann alles recht schön und gut, aber mein Rat, lasst einfach, nutzt einfach direkt die Presets, da habt ihr mehr Freude dran. Ja. Genauso das hier mit den Cursoren kann man nutzen, macht's nicht, macht's einfach über die Kommandos, macht's über die Presets. Da habt ihr einfach am meisten Freude drüber. Gut, da gibt es hier noch sowas wie Fade oder sowas, Fade in und Fade out. Das ist jetzt eine Sektion, die werde ich jetzt zunächst mal nicht erklären. Wenn da Nachfrage bestehen sollte, dann schreibt mir gerne, dann erkläre ich euch auch gern die. Gut, was gibt es noch zu sagen? DMX-Levels findet ihr hier, 3D-Modus hier, das ist auch dasselbe 3D-Modus wie im normalen DMX-Joker. Und hier findet ihr noch was zur Lautstärke. Dann kann man hier noch Effekte, alle Effekte gleichzeitig auslösen, Live-Aktionen, Release-Commands und so weiter und so fort. Und man kann auch alles auslösen. Hier kann man Trigger-Button machen und hier kann man einfach eine neue Szene machen. Genau, das ist es soweit auch schon mit DMX Joker Pro. Man kann hier natürlich noch neue Kategorien machen. Man jetzt nicht nur Effekte, Szenen, ja, man darf da auch selber kreativ werden, so ist es ja nicht. Genauso kann ich auch hier einfach neue Gerätegruppen machen. Geht auch alles. Genau. Beziehungsweise hier Untergruppen, Subgruppen kann man ja hier noch machen. Das ist es im Großen und Ganzen auch schon zu DMX Joker Pro. Auch hier gilt, wenn ihr Fragen zu irgendwas ganz Bestimmtem habt oder sowas, lasst es mich gerne wissen. Ich versuche euch so schnell wie möglich und bestmöglich zu helfen. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ja. Und dann hoffe ich, hört man sich bald mal wieder. Bis dann.